Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Und jetzt den zweiten Teil am Freitag. Und dann schauen wir mal, was liegt an. Oder noch an. Ah, Pferd führen. Kopfgeldjäger wisst ihr selber, ne? Ist nicht so mein Ding. Wenn man das macht, könnte man zwei Sachen hier, ne? Mal eben. Ja, schauen wir mal. Ja. Dann machen wir doch erstmal die Versorgungsfahrt. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und hier hoffen wir, dass nachher auch was fertig ist. Dann können wir den wegbringen, den Spaß. Und hier hauen wir uns erstmal eben ein Tarntonikum rein. Einer mit. So. Weiß ich auch nicht, warum ich jetzt hier mich so klein mache. Nicht vergessen, Moon nachzutanken hier. Denn wer weiß, was uns jetzt begegnet. Dann wollen wir mal. Okay, apparently my contact has some more goods to trade. Oh, If we schön. can hunt and bring him some Vögelchen birds. jagen hier. I Toll. know, don't ask me what he wants them for. Best just to keep him happy, I reckon. I mean, we need the supplies. I'm sure you can handle that, right? Oh, eine Ente. Das braucht doch kein Mensch. So. Oh, da werden wir gleich mal was ausbuddeln. Da seht ihr es. Aber das machen wir nicht jetzt, denn wir wollen ja unter 5 Minuten bleiben. Da hinten sitzen, glaube ich, schon Enten. Da. Die ist davor gelaufen, da können wir nichts dran machen, ne? Also da habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen. So, wir nehmen mal zwei mit. Nicht, dass wir die da hinten brauchen, sondern wir geben die nachher im Lager ab. Ich hoffe, auch Enten zählen als mittlerer Tierkadaver. Da habe ich schon wieder drüber weggelaufen hier. Die rupfe ich trotzdem noch. Ich denke, die Zeit sollten wir haben. Die nehmen wir uns einfach. So, dann habe ich gesehen, die Community wächst langsam, aber stetig. Ich freue mich richtig darüber. Ja, es wird. Nochmal allen, die dabei sind, vielen Dank fürs Abonnieren und für eure Geduld mit mir. Wieder was platt geritten, super. Gut, das können wir jetzt nicht auch noch einsammeln, dann packen wir das nachher nicht mit den 5 Minuten. Das wäre ärgerlich. Ganz ehrlich, einfacher kann man ans Gold nicht kommen. Und das gibt's doch nicht. Heute rennt mir aber wirklich alles vor dem Bock, ne? So. Da sind wir schon. Was habe ich falsch gemacht? War doch Ente, oder habe ich das wieder nicht richtig gelesen? Doch. Ah, wenn ich die eine am Pferd habe, dann schnallt das Spiel das nicht. Okay. Dann schnallt das Spiel das nicht, dass ich da eine in der Hand habe. Ja, dann. So, ran an den Wagen und Vollgas zurück. Super, wenn die hier immer noch so kurz vorher zucken, die Jungs, ne? Da kann ich jetzt leider auch keine Rücksicht drauf nehmen.
Also wenn die sich mal alle ans Rechtsfahrgebot halten würden, dann würde sowas gar nicht erst passieren. Boah, Ehre ist nicht abgesagt. Alles gut. So soll es sein, ne? Da oben seht ihr, die Zeit läuft, aber wenn ich den Wagen jetzt hier nicht versemmel, dann sollten wir das Spielen schaffen. Da seht ihr das hier, dieses links, rechts, sich nicht entscheiden können. Das führt zu Unfällen, ja. Weiß ich auch nicht. Und das, es könnte noch ein bisschen schneller gehen, oder? Und das ist ja mit der Grund, warum ich mein Lager gerne hier habe. Hier ist gefühlt nichts weit weg. Keine komplizierten Wege. Hier kann man wirklich relativ zügig fahren. Und dann haben wir es auch geschafft. Ich kann hier mal mein Getränk nippen. So, unter 5 Minuten Sache erledigt. Und 20 Einheiten hinzugefügt. Dann spenden wir mal eben. This is good quality. So. Da wollte ich ja noch was ausbuddeln. Die Tierchen da sind zu groß. Und dann checken wir mal eben. Mittelgroße Tierkadaver. Noch 4 Stück. Halleluja. Aha. Ah, da seht ihr das verlorenen Schmuck. Eins haben wir jetzt gefunden. Da sieht man das Fragezeichen. Da ist wieder ein legendärer Bär. Aber Naturkundler, da haben wir heute nichts mit zu tun. Oh, hier müssen wir mal eben... Oh, nee, das war falsch. Checken, hier liegt ja manchmal auch eine Münze. Klar, heute nicht. Halten wir mal die Knarre hier griffbereit. Truthahn oder sowas. Das würde reichen von der Größe. Hier ist heute auch nichts. Checken wir mal hier. Da hinten liegt auch nichts. Hier ist auf jeden Fall was. Ah, ich hab's heute nicht so hier mit dem Controller. Schmuck für einen Hehler. Lassen wir uns auch nicht entgehen. Dass hier auch noch ein Ring drin liegt. Jawohl. Oh, super. Das Wetter wird auch noch gut. Ich sehe das schon. Eben hier checken. Aber hier hinten ist halt auch nichts zum Ausbuddeln. Dann. Oh. Oh, oh, oh. Oh, da sind Krähen. Die brauchen wir.
Wenigstens 3 Stück für die Tasche. Was läuft denn da hinten? Ist das ein Truthahn? Oder ist das größer? Ich kann das von hier aus nur erahnen. Wir behalten es mal im Auge da hinten. Und dann schauen wir mal. Das hier meinte ich. Das sind Truthähne. Habe ich richtig gesehen. Die nehmen wir mit. Und dann checken wir das nochmal eben. Ich vergiss sowas. Okay, wenn wir die abgegeben haben, haben wir 6. Also nicht einmal 6 Tierchen abgegeben, dann haben wir die 6. Aufgabe erledigt, wenn wir das schaffen. Und dann wird das ja auch heute hier noch was. Ah, das Wetter ist ähnlich wie hier. Ja, was sagt die Temperatur? Ja, hier ist es ein bisschen wärmer. Vorhin waren es, glaube ich, 12 Grad Celsius. Schön geht anders. So, jetzt noch so ein Fuchs oder sowas. Kojote ging ja auch. Gehen wir das erstmal ab. Dogs are looking good. Excellent. Thank you. Und dann holen wir uns mal eben in Valentine. Die Münze, die wir noch brauchen. Ich noch mal eben was trinken. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ihr meine Stimme nicht versagt. Ich habe heute beruflich schon wieder so viel geredet. Und dann ist irgendwann auch mal Schluss. So. Pferd führen. Will er nicht. Jetzt aber. Man, so weit ist das ja nicht, ne? Und was tut man nicht alles für 0,25 Goldbarren? Und hier der... Mein Figürchen hat heute so viel gegessen, da kannst du auch ruhig mal ein bisschen zu Fuß gehen. Boah, wir gehen dann direkt Richtung Münze. Jetzt kommt da wieder die Sonne raus. So muss es sein, finde ich. Ja, ich weiß. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber wie gesagt, jetzt lohnt es gerade. 0,25... Für 0,1 würde ich mir das auch überlegen. Stand doch da führen, oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Da ist nicht mehr viel. So, fertig. So, und das liegt meist hier unter der Wäscheleine. Das finde ich auch gut. Der Typ ist er. Seine Hütte ist seine Münze, ne? Und man zieht ihm die mal eben ab. So.
Jetzt fehlt uns nur noch Sammler, da ist es. Ein verlorenes Schmuckstück. Und damit wir nicht lange rumsuchen. Verlorener Schmuck, da ist es. Wir brauchen ja nur eins davon. Ui. Ah, das hier ist richtig schön. Das machen wir auch nicht. Dann nehmen wir lieber das hier. Wir wollen uns jetzt nicht selbst schwer machen, ne? Da wir hier manchmal an einer... Also da ist ja auch mal was runter, meine ich. Nehmen wir den Detektor in die Hand. Und reiten mal eben in die richtige Richtung hier. Moment mal. Ich wollte sagen, hier fängt es ja schon an. Nee, 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 nee. Das kann das noch nicht gewesen sein. Jetzt doch schon getickt. Das habe ich doch gemerkt. So. Hier ist, liegt auch schon irgendwas rum. Was ist das hier? Keine Ahnung. Hier bestimmt. Nee. Auch hier, es muss hier irgendwo sein. Ja, super. Also, wo ist das? Hier, super. Mal gucken, was hier liegt. Oh. Ja, dann können wir uns den da unten sparen. Den nehmen wir auf jeden, die beiden nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja gut, haben wir jetzt durch Zufall was gefunden. Achso, ich zeige euch vielleicht, wo es ist. Hier ist es. Dann lassen wir das andere einfach offen. Das rennt uns ja nicht weg. Und morgen... Ist es ja irgendwo anders. Wie lange sind wir jetzt dabei? Oh, keine 20 Minuten. Und dann sind wir auch so gut wie durch, zeige ich euch jetzt eben nochmal. Zwei Sachen brauchen wir noch. Das heißt, wir nehmen gleich noch ein Tantonikum. Und dann bringen wir ihm noch eben die beiden Truthähne. Und dann haben wir es geschafft. Aber wo wir gerade hier sind. Ich bin mir ziemlich sicher. Da ist es, niedergebrannte Stadt. Du kannst jetzt keine Schatzkarten öffnen. Warum nicht? Ist hier. Hier ist die niedergebrannte Stadt. Und da würde ich gerne... Wo ich gerade hier bin. Den Spaß mal eben abstauben hier. So. Das muss doch gehen. Wiedergebrannte Stadt.
kannst momentan keine Schatzkarten öffnen. Ja, das ist ja toll. Ja, dann. Oh, kein freier Lagerplatz. Sehr gut. Jetzt läuft's. Noch irgendwas Größeres mitnehmen hier. 3 Sterne wäre auch in Ordnung, ne? Da ist er. So. Dann machen wir den Schatz halt beim nächsten Mal. Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich jetzt von hier aus keine Schnellreise machen? Oh. Verletztes Tier. Da gibt es eine Pfeilspitze für Lau. Das Fell mit. Wollen nichts verkommen lassen hier. Ja, dann. Hauen wir uns das noch mal rein. Ist auch das erledigt. Das ist kein freier Lagerplatz. Das ist ja wohl ein Witz hier. Das erschließt sich mir manchmal nicht. So. Mit ein bisschen Geduld. Nach Hause. Da haben wir auch genug Platz. Supplies are looking healthy right now. That's top notch. Damit sind die neuen Rollenherausforderungen erledigt. Jetzt seht ihr das genau. Oben steht schon, also 7 von 7 abgegeben. 9 Rollenherausforderungen erledigt. Ja, das lohnt, ne? Ja. Da streichle ich den Besten, der Besten, der Besten hier. Bevor wir Schluss machen. So, die anderen Herausforderung, 4 Stück sind es noch. Das ist mit der Fledermaus, genau. Und dann gesammelt. Also nicht nur eben vom Himmel geballert. Nein, 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 das machen wir nicht. Was sagt ihr? Ja, fast 24 Minuten. Ich denke, das reicht auch, oder? Dann machen wir Schluss. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend und dann ein schönes Wochenende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.